In diesem Video möchte ich Ihnen den Befehl MapTrim vorstellen. Mit diesem Befehl kann man Objekte an einer Begrenzung zuschneiden und hat entweder das, was innen ist oder das, was außen ist. Hier sieht man jetzt einen Kreis. Das ist meine Umgrenzungslinie und ich möchte in dem Fall dann nur das sehen, was innerhalb dieses Kreises liegt. Und anschließend öffnet sich ein Dialogfeld. Sie sehen jetzt hier, was man mit der Grenzlinie machen kann. Also einmal, man kann eine auswählen, also eine besondere Grenzlinie, oder aber man definiert also eine, also man zeichnet diese händisch. Bei den Objekten ist es so, dass man die automatisch wählen kann, das heißt alle. Manuell wählt man welche aus der Zeichnung aus, oder aber man filtert diese per Layer. So, weitere Einstellungen gibt es noch zu der Kürzungsmethode. Sollen die innerhalb abgeschnitten werden oder außerhalb? In meinem Fall außerhalb. Und ob die Topologieobjekte da noch enthalten bleiben sollen und die Objektdaten. So. Und dann gibt es natürlich nicht zu kürzende Objekte. Das sind Elemente, die beispielsweise auf dem gefrorenen Layer sind. Was soll damit passieren? So, ich wähle jetzt als erstes hier in dem Beispiel meine Grenzlinie aus. Als nächstes sollen die Objekte außerhalb abgeschnitten werden. Und ich möchte, dass in dem Fall die nicht zu kürzenden Elemente einfach komplett gelöscht werden. Jetzt warnt er mich nochmal in dem Fall, dass das dann gelöscht wird, was auf diesen gefrorenen Layern beispielsweise liegt. Und wir sehen das Ergebnis, dass nur noch das übrig ist, was in meinem Kreis vorhanden ist.